Christoph, mehrere Teilnehmer haben bereits vorab gesagt, dass man sich unbedingt heute einigen will. Wie könnte eine Einigung denn aussehen, wenn es jetzt um die Quote geht? Und wie realistisch ist es, dass es dazu kommt? Also es gibt hier in Brüssel, wenn man sich mal umhört, bei der Kommission, aber auch in den Kreisen der Regierungen, die verhandeln. Und Sie müssen ja sehen, die Minister haben ihre Vorhut in Brüssel. Das sind die ständigen Vertreter in Brüssel. Und die tagen seit 3 Tagen ununterbrochen über das Thema. Also es gibt schon Leute, die sagen, es gibt Aussicht heute Abend auf eine Einigung. Das wird nicht an den sonnigen Gemütern liegen. Das Wetter hier ist schlecht, es fängt gleich an zu regnen. Nee, es gibt wohl offenbar Hinweise darauf, dass die Ablehnung derjenigen Staaten, die bis jetzt keine festen Kontingente wollten, das Wort Quote wird man auf jeden Fall vermeiden in diesem Abschlussdokument, dass diese Ablehnungsfront sich doch langsam aufweicht. Strafen für eben diese Staaten, die sagen, nein, wir sind gegen diese Quote, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht Quote nennen darf oder will, wie auch immer. Wird es dazu kommen? Ja, es wird wohl, so ist zu hören, dazu kommen, dass in einem Abschlussdokument kein Wort von Quote, kein Wort von festen Kontingenten steht, aber das ist eben Diplomatie. Es gibt einen Anhang und da stehen genau die Zahlen drin, die die Europäische Kommission schon längst vorgeschlagen hat. Das ist der Notfallplan für die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Das ist nicht die endgültige Quote, aber dieser Notfallplan mit festen Daten, zum Beispiel 30.000 Flüchtlinge aus Italien, Griechenland, Ungarn soll nach Deutschland kommen. Das sind übrigens Flüchtlinge, deren Anerkennung wahrscheinlich ist, die aus Irak, Eritrea und vor allem natürlich aus Syrien kommen. Und 8.000 etwa soll Polen aufnehmen. An diesen Zahlen, so ist zu hören, wird nicht mehr gerüttelt. Es wird auch nicht offenbar dazu kommen, dass man Geld zahlt, wenn man sich freikaufen will. Dieses Freikaufen soll es auch nicht geben. Die Staaten sollen, so ist zu hören, überzeugt werden, dass sie am Ende diese Zahlen akzeptieren, so als wenn es eine freiwillige Akzeptanz wäre. Und ich habe darüber heute gesprochen mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament, mit der Grünen Barbara Lochbieler. Und sie sieht auch die Innenminister heute wirklich in der Pflicht. Wir haben im Parlament schon zugestimmt, dass diese 120.000 innerhalb der EU verteilt werden, hauptsächlich aus Griechenland und Italien, weil dort es eine Überlastung gibt. Die Innenminister haben jetzt eigentlich die Aufgabe, zu einem Kompromiss zu kommen. Wir wissen, dass einige Innenminister aus Osteuropa im Vorfeld kategorisch gesagt haben, ihre Länder mögen niemanden aufnehmen. Da höre ich jetzt Unterschiedliches, das ist noch nicht ganz sicher, aber zum Beispiel Polen hat gesagt, sie könnten sogar mehr aufnehmen als die Quote, die man ihnen zuweist, aber sie wollen es nicht verbindlich machen. Aber es geht ja genau darum, dass man in Europa endlich einmal verbindliche Regeln hat, denn die bisherigen Regeln nach dem Dublin-Abkommen, die funktionieren ja überhaupt nicht mehr. Also wenn Sie auf das Dublin-System ansprechen, dann ist es ganz klar, allen ganz klar, dass dieses System sich überholt hat, dass es nicht funktioniert hat. Darum haben wir ja diese Überlastung in Griechenland und in Italien. Und es ist zu kritisieren, dass wir als ganze EU gar nicht dieses Dublin abschaffen wollen, weil das soll ja auch weitergeführt werden. Deshalb ist jetzt diese Verteilung von diesen 120.000 Flüchtlingen ein Tropfen, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und schon hier gibt es Widerstände. Ja, und wenn man jetzt ganz genau hingehört hat, dann sieht man, was Frau Lochbieler beschrieben hat. Wenn sich die Innenminister heute einigen, dann auch nur auf einen Notfallplan und nicht auf eine generelle Verteilung, nicht auf generelle Kontingente. Und da kann man natürlich enttäuscht sein darüber, denn das Problem ist ja sehr dringend. Man kann natürlich auch in die Kiste der Banalitäten greifen und kann sagen, jede lange Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt. Dann wäre das heute der erste Schritt, denn das letzte Treffen der Innenminister, das endete ohne Ergebnis. Dort, wo Sie jetzt gerade stehen, kommen ja gleich die Innenminister der Europäischen Union an. Können Sie noch mal was zur Tagesordnung sagen? Ja, die Tagesordnung ist übersichtlich. Es gibt nur einen Punkt. Und das ist der Punkt Vorschläge der Europäischen Kommission zur notfallmäßigen Verteilung von 120.000 Flüchtlingen aus Italien, aus Griechenland und aus Ungarn. Und es stehen in diesem Vorschlag exakte Quoten, exakte Zahlen, eben wie ich sagte, 8.000 zum Beispiel Menschen, die in Polen aufgenommen werden sollen, etwa 30.000 in der Europäischen Union. Das ist der Vorschlag, der basiert auf
der Bevölkerungszahl eines Landes, auf der Wirtschaftskraft und auf den Tatsachen, wie viele Flüchtlinge man bis jetzt schon aufgenommen hat. Und das ist nach Meinung der Kommission auch die Basis für eine feste Quote. Und da gibt es natürlich inzwischen auch schon etliche Leute, die das fordern. Zum Beispiel der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, der sagt, auch Deutschland muss eigentlich feste Quoten akzeptieren. Das war Anfang des Jahres noch nicht so. Da hat auch die Bundesrepublik offenbar nach allem, was wir hören, von einer solchen festen Quote noch nichts wissen wollen. Schauen wir noch mal auf eine andere Tagesordnung. Morgen kommen die Staats- und Regierungschefs der EU dann zusammen. Ein Treffen auf höchster Ebene. Was muss bei dem Treffen herauskommen? Ja, also die Staatschefs sollen morgen, immer vorausgesetzt, die Innenminister haben sich heute geeinigt, sollen morgen dann den großen, weiten Blick in die Herkunftsländer machen. Sie sollen klären, wie man verhindern kann, dass zum Beispiel aus den Lagern in der Türkei, wo ja sehr viele Syrer Zuflucht gefunden haben, dass da eben Leute sich auf den Weg nach Europa machen, nach Nordeuropa, nach Mitteleuropa. Es hat ja da Probleme gegeben mit den finanziellen Möglichkeiten der Vereinten Nationen. Sie haben offenbar zu wenig Geld, um die bisherige Versorgung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Und da nun da weniger Lebensmittel geliefert worden sind, nach allem, was man hört, haben sich eben Leute entschieden, sich auf den Weg zu machen, übers Mittelmeer, über den Landweg nach Europa. Und da soll jetzt die Runde der Staats- und Regierungschefs festlegen, wie man in diesen Ländern, in den Anliegerländern, beispielsweise von Syrien, mehr hilft, wie man auch beispielsweise bessere Unterstützung für Staaten in Afrika leistet, damit eben all diese Flüchtlingsbewegungen gar nicht erst zustande kommen. Das ist also die große Perspektive. Ob die Staats- und Regierungschefs auch versuchen, sich auf einen wirklichen Verteilmechanismus zu einigen, den Europa wirklich braucht, denn der Flüchtlingsstrom geht ja weiter, da bin ich ein bisschen skeptisch. Es wird sicherlich leichter sein zu sagen, wir unterstützen die Vereinten Nationen, als das unangenehme Thema der festen Quoten jetzt wieder zu beginnen. Vielen Dank, Christoph Nüsel, für diese Einschätzung nach Brüssel.